Was geht ab, meine Dedicated Bros? It's a me, Luigi Kid, und willkommen endlich zu einem weiteren Video auf meinem deutschen Kanal. Heute spiele ich die Beta von Battlefield 1 und Leute, ihr habt keinen Plan, aber ich bin so fucking gehyped auf das Game. Auf jeden Fall für ein weiteres deutsches Video, Daumen nach oben, würde mir echt viel bedeuten, Leute. Und wenn ihr mehr Videos auf Deutsch haben wollt und die bekommt ihr, das schwöre ich euch, jetzt habe ich endlich mehr Zeit, dann unbedingt unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr wollt und was ihr wollt. Und ich würde sagen, ich beginne jetzt mal mein erstes Match in Battlefield 1. Wie ihr seht, ich bin noch immer Rang 0, also ich bin ein absoluter Noob. Habe es jetzt ein einziges Mal gespielt, das war auf der Gamescom und ich war absolut gehypt auf das Game. Es wird so verdammt Bombe. Ich meine, ich war damals eher der Call of Duty Spieler, aber nachdem ich den Battlefield 1 Trailer gesehen habe und nachdem ich es kurz gespielt habe, ich bin wahnsinnig fasziniert. Gut. Okay, hier sind wir. Wir spielen als die Briten. Ich glaube, wir spielen gegen die Türken. Wir haben den Charlie Squad, den Butter Squad werden wir joinen. Ich glaube, ich spiele als Medic. Ich habe immer als Sanitäter gespielt in den vorigen Battlefield-Spielen. Fun Fact ist, dass Battlefield 1 wahrscheinlich einer der wenigen Kampagnen ist, die mich sehr interessiert, die für mich persönlich ziemlich cool wirkt. Vor allem, man lernt ja nicht alles im Geschichtsunterricht als Österreicher, wenn es um den Ersten Weltkrieg geht, lernt man mehr, was weiß ich, die Ursache, die Ursprünge des Ersten Weltkrieges, warum unser Prinz ermordet wurde in Sarajevo. Also es ist echt ziemlich unnötige Scheiße, was man eigentlich lernt. Man lernt viel zu wenig, was eigentlich rundherum passiert. Also ich habe anfangs überhaupt keine Ahnung gehabt, was die Türken und die Briten damit zu tun hatten. Naja. Aber das sieht man wieder. Videospiele sind echt super für den Geschichtsunterricht. Die Map habe ich einmal schon gespielt gehabt auf der Gamescom. Wir werden jetzt einmal den Punkt hier einnehmen. Den G-Punkt, versteht ihr? Bis jetzt habe ich noch keine Person gesehen. Weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Was ziemlich geil ist, ist dieser Bajonettangriff. Wenn ihr sprintet und dann die Nahkampftaste drückt, dann könnt ihr echt mal Rampage Mode gehen. Ziemlich nice. Ich hätte auf ein Fahrzeug gehen sollen. Ach ja, das ist auch ziemlich geil. Battlefield ändert jedes Mal das Wetter. Sandstürme, wie ihr sehen könnt. Das heißt, das Kampferlebnis wird jedes Mal anders. Warum ihr euch fragt, warum das Spiel bei mir immer noch auf Englisch ist. Ich bin einfach viel zu faul, es auf Deutsch umzustellen auf der PlayStation. Ja, was auch immer. Okay, oh. Da haben wir jemanden. Enemy Hit. Da war jemand. Auf einem fucking Pferd. Ich hol dich, du Scheißwichser. Okay, ich habe ihn verloren. Naja, wenigstens ein paar Punkte für einen Hit. Das ist so lustig an die Namen. Damals immer Alpha, Bravo, Charlie und jetzt Apples Butter. Warum? Okay, Train Station. Wir sind bei D. Wir werden das jetzt erobern, hoffentlich. Ist das ein Gegner? Ja, das ist ein Gegner. Du Wichser, ich hab dich, ich hab dich. Okay, ich pack die MLG-Skills aus, Leute. Ich pack die MLG-Skills aus. Nice. Nice. Kann ich damit was anfangen? Ja, wir haben gerade D gecaptured. Ziemlich cool. Und ich bin auch Level gestiegen. Ja, da sieht man, wie schnell es vorangeht. Das ist ein Pferd. Ja, da haben wir es. Dann haben wir dich. Hey, Epona. Ich nenne dich mal Epona, weil ich bin ein echter Zelda-Fan. Oh, ihr seid das. Meine eigenen Teammates. Müssen wir mal schauen, ob jemand vielleicht Hilfe braucht. Was weiß ich, ein bisschen Energie. Hat man eine Kanone? Kann ich die benutzen? Alter, wie geil ist das? Ich sehe zwar absolut nichts, aber schieß mir mal dahin aus Spaß, okay? Vielleicht treffe ich ja jemanden. Anscheinend nicht. Nachladen. Wow. Okay, das ist schon mal ziemlich realitätsgetreu. Einige Waffen, vor allem diese Maschinengewehre, gibt es ja im Ersten Weltkrieg noch nicht. Aber naja, es ist nur ein... Wow. Welcher Wichser? Welcher Wichser? Okay, ich bleib lieber unten. Ich bleib lieber unten. Was ist das eigentlich? Was habe ich da in der Hand? Okay. Wie, na, das ist wiederbeleben. Fuck! Ich wollte eigentlich mir gerade selber Medikit hinlegen, aber irgendwie bin ich mit der Steuer nicht zurechtgekommen. Ich habe jetzt kurz gedacht, dass ich geteabagged werde, aber anscheinend sind die Leute ja doch nicht so schlimm wie in Halo. Alter, ich habe jetzt einen Kill. Das macht einfach fucking ewig. Okay, wo kann ich spawnen? Kann ich einen Flieger spawnen? Das wäre ja mega geil. Oh, seht euch das an! Seht euch das an! Man sieht absolut nichts, weil es so neblig unten ist! Eigentlich ist es nicht nebelig, das ist ein fucking Sandsturm! Ja, ist mir scheißegal, einfach runterschießen. Einfach alles wegballern, lass dir den Scheiß weg! Komm, was ist das? 9/11 confirmed!
Okay, es tut mir echt leid, Leute. Es tut mir echt leid, Leute. Das war jetzt ein sehr, sehr unangebrachter Witz. Ich weiß gar nicht, wie meine Community auf sowas reagiert, wenn ich ehrlich bin. Auf so einen schwarzen Humor. Vielleicht sagt ihr mir mal unten in den Kommentaren, wie ihr dazu steht. Weil eigentlich ist mein Humor teilweise sehr schwarz. Ich versuche mich nur oft sehr, sehr zurückzuhalten. Für euch. Ich mag ja niemanden irgendwie, keine Ahnung, verärgern, weil ich ja meine Community sehr lieb habe. So, also aufpassen, Leute, wie ich rede. Ja, manchmal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich Shooter spiele, sehe ich manchmal mein wahres Gesicht. Okay, da ist ein Pferd. Der Sandsturm legt sich langsam. Hör mal. Meine Handgun. Okay, so dass auf dem Pferd niemand reitet im Moment. Dann werde ich mal dieses Pferd holen. Was? Nein, 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 warte mal, warte mal. Ich hoffe, dass sie nur schlafen gelegt. Du Sche. Ah, okay. Da möchte ich ihm auf die Hardtour. Oh shit, ich verschieß gerade alles, ich verschieß gerade alles. Oh, du hast 26 Health! Okay. Nein, du Wichser! Ich glaube, es ist Zeit, dass ich mir eventuell mal die Sniper-Klasse ansehe. Interessant, das ist also der Sniper. Nice, okay, ich glaube, ich weiß, mit was ich spiele. MLG! MLG! So machen wir das hier bei uns in Österreich. Oh, knapp. Und nachziehen, nachziehen. Immer dieses Nachziehen, verblödete Scheiße. Enemy Hit. Ich vergesse jedes Mal nachzuziehen. Okay, da haben wir dich. Und? Nö, 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 leider nicht. Leider nicht. Nachziehen, nachziehen. Leute, ich muss immer nachziehen. Hier gibt es kein Quickscope mehr. Obwohl, eigentlich? Eigentlich gibt es das sogar. Im Moment gefällt es mir aber ziemlich gut, als Sniper zu spielen. Ja, bin ich so eine kleine. Was? Okay, damit habe ich jetzt. Erst überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kann ich mich da hinter diesen Hügel etwas verstecken. Aber anscheinend war es nicht der Fall. Meine Teammates von hier decken. Nachziehen. Okay, ich sehe da so einen kleinen Wichser. Ja, ich hab ihn getroffen. Bis jetzt sieht es echt ziemlich gut aus für uns. Wir haben 113 Punkte, die Gegner 42. Das ist meine sekundäre Waffe. Eine Handgun, okay, mit der kann ich dealen. Bin ich gut. Oh, warte mal. Habt ihr das gesehen? Die geile Explosion nach diesem Flieger. Ja, man sieht, hier muss man echt taktisch vorgehen. Vielleicht werde ich mal meinen Squad etwas mehr zur Seite stehen. Meine MLG-Skills auspacken und ein paar Noobs quickscopen. Auch wenn es nicht Call of Duty ist. Okay, sehr gut. Oh, nicht die Granate, nicht die Granate! Oh, das ist ja nice. Das ist nice. Okay, einfach mal irgendwo hinschießen, oder? Wechseln wir mal hierher. Na, wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Ha? Oh oh. Yes. Irgendwie auch nichts Schlimmes. Okay, kein Problem. Ich hoffe, irgendwelche von meinen Teammates werden da hinkommen. Aber im Moment werden wir uns mal A holen. Apples. Ich habe das Gefühl, dass das ein cooles Spiel wäre zum Livestreamen. Ich glaube, das für meinen englischen Kanal. Warte mal, den Hurenhund hole ich mir. Na, wo bist du? Ja, so machen wir das. Habt ihr das gesehen? Voll in sein Arschloch. Ja, ich hab dich. Sehr geil. Na, sieht man, als Sniper kann man doch auch im Nahkampf überleben. Das Problem ist, ich habe nur noch 11 Health. Das heißt, lang halt es nicht mehr aus. Okay, das wäre jetzt echt geil. Hätte ich ihn getroffen. Den Piloten des Flugzeugs. Okay. Ich beginne langsam mich zu regenerieren von meiner Hälfte. Okay, ich stehe unter Beschuss. Keine Ahnung, von wo er schießt. Wahrscheinlich ist er hinter mir. Ja, das war er. Schräg hinter mir. Hurensohn. Ich will gerne diese Bajonett-Attacke ausprobieren. Oh shit, oh shit, oh shit. Hey, weg, weg, weg. Ja, machen wir es halt so, wenn es anders nicht geht, oder? Alter, wie findet ihr Battlefield? Werdet ihr es euch holen? Daumen hoch, wenn ihr es euch holt. Ich bin fucking gehyped auf das Game. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sehr taktisch davor gehen muss, wenn zum Beispiel so ein Sandsturm wieder aufkommt oder wenn es nebelig wird. Da hast du wahrscheinlich als Sniper sehr wenig Chancen, dass du irgendwie jemanden ins Ziel nehmen kannst. Weil es einfach unmöglich ist, jemanden zu sehen. Es sei denn, du hast ein Thermalvisier. Aber wir spielen hier im Ersten Weltkrieg, Leute. Das ist 1915 oder
Ja, bis 1918, keine Ahnung. Irgendwie so in dem Zeitraum dazwischen. Ja, Luigi Kid, du bist so gebildet. Nicht. Das wäre so ein geiler Kill. Wäre so ein schöner Moment. Ja, aber im Moment. Ich habe jetzt kurz gedacht, dass das ein Gegner wäre. Irgendwie treffe ich den nicht. Ja, die Physik, die stimmt anscheinend. Oh, das hat jetzt wieder Gasmaske auf. Hätte ich die benutzen sollen, als der Sandsturm war? Ja, was auch immer. Ja, ich werde mal für supporten, oder? Einmal da drin. Yay, Bitches! Wohin fährt der? Wohin? Ah, er fährt Richtung E. Sehr gut. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, verreckt doch alle. Hey, wieso bin ich da auf einmal draußen? Wieso bin ich auf einmal draußen? Okay, sieht so aus, als wäre das Fahrzeug explodiert. Okay, so schöner. Oh, den hat so richtig fett weggeballert. Okay, naja, wenigstens lebt das Pferd noch. Das ist nicht so eine gute Idee, wenn ich jetzt auf dem Pferd reite als Sniper, oder? Aber nur damit ihr es auch mal seht, wie das aussieht. Oh, da spiel ich ja gar nicht mit dem Sniper-Gewehr, oder? Was ist deine eigene Waffe? Ist das die einzige Perspektive, die wir haben? Oh, ich kann sogar mit dem Pferd springen, das ist ziemlich geil. Oh yeah! Fickt euch alle! Das war richtig nice! Okay, sorry Pferdchen. Ich kann jetzt noch nicht. Ich kann jetzt nicht. Ich bräuchte irgendjemand, der mir ein bisschen Hilfe anbietet. Ein Sani wäre es nicht schlecht. Scheint eine gute Position zum Snipen zu sein. Einmal ein bisschen umschauen. Ob es da irgendwo abgeht. Ja, hier ist jemand. Niemanden getroffen, aber... Wow, 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 was war jetzt los? Was war jetzt los? Alter. Alles okay? Wow! Das ist doch einer von mir, oder? So auf, mich so zu erschrecken. Arschloch, Alter. We have taken objective Freddy. Jetzt hat mir jemand den Kill gestohlen. Danke. Also, ich glaube, es ist ein ziemlich eindeutiger Sieg. 213 zu 94. Haben fast alle Außenposten. Nur zwei gibt es noch zu erobern. Ich werde mal mich von hier verpissen, weil hier absolut nichts los ist. 7 Kills, 6 Deaths. Könnte besser sein. Bin eigentlich auch besseres gewohnt. Aber für mein erstes richtiges Match bin ich eigentlich gar nicht so unzufrieden. Oh Gott! Genau, wenn man am wenigsten damit rechnet. Okay, bald scheint es vorbei zu sein. Bald ist es vorbei. Wow, 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 wow. Wisst ihr, ich höre nur Schüsse, aber sehen tue ich nichts. Außer das hier. Alter, geh weg aus meiner Schussbahn! Da ist ein Gegner hinter dir! Sieh dir das an! Weil mein eigener Teammate mir im Weg stehen musste. Ist das Gerechtigkeit? Nein, das ist es nicht. Das ist Scheiße! Naja, sieht aus, als wäre es vorbei. Sieht aus, als wäre es schon vorbei. Ja, ich bin nicht stolz auf diese KD. Ich bin wirklich nicht stolz auf 8 zu 9. Das kann man vergessen eigentlich. Hab einige paar Mal angehittet mit meiner Sniper. Hätten theoretisch mehr Kills auch sein können. Aber naja. Fürs erste Match bin ich eigentlich gar nicht mal so unzufrieden. Wie gesagt, es könnte einfach besser sein. Aber ihr wisst Bescheid, ich bin nicht der Battlefield Pro. Ich bin eher so ein Call of Duty Spieler leider. Aber ich werde auf jeden Fall zu Battlefield 1 wechseln. Die Beta alleine sieht sehr, sehr fett aus. Richtig geil. Und ja, ich glaube für ein erstes kleines Battlefield 1 Beta Video reicht's für heute. Ich hoffe, Leute, ihr habt eine Menge Spaß gehabt beim Zusehen. Wenn ihr mehr Battlefield 1 wollt, eventuell die Kampagne, Daumen hoch, schreibt es unten in die Kommentare und abonniert auf jeden Fall den deutschen Kanal, wenn ihr mehr deutsche Videos haben wollt. Und mit dem würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, Leute. See you, ciao. Fuck! Ist das ein Witz? Verarscht mich da jemand, wenn ich was gegessen habe? Der Jumpscare-Sound?